Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Smash Bros. Ultimate. In der letzten Folge haben wir die Kampfreihe um Ryuji geschafft. Wir haben die Street Fighter Reihe geschafft, sehr erfolgreich, wie ich finde. Und nun geht es hier weiter gegen Porenta und Falco. Ich habe den Bewohner ausgewählt, nachdem... natürlich hat er den Lipstick. Ja. Das soll ja eigentlich sein Lauch sein, den ja Porenta immer hat. Aber ich kriege ihn leider nicht so gut auf Abstand, um meinen Wirbelsturm zu aktivieren. Auch hier jetzt gerade. Genau. Kommen wir jetzt mal her. Und down! Oh, der Wirbelsturm hat ihn umgebracht, wie geil! Ah, diese Herzkeule ist einfach episch! Ja, beginnt mit Lipstick, das kann mir völlig Wurst sein. Lipstick, ganz ehrlich, brauche ich nicht. Ich finde ihn auch teilweise so ein bisschen uneffektiv, weil die Gegner halt den relativ schnell ablegen können. Von daher finde ich das immer ein bisschen schwierig. Wir gehen jetzt hier, oh, Bettina, das ist Level 3. Das ist dann schon wieder ein bisschen anderes Level. Wir kämpfen hier weiter mit Xerneas. Der zweite Kampf des Bewohners zusammen mit der Erzkeule. Wir können zwar nie wirklich die Moves vom guten Bewohner nutzen, aber egal. Mann! Mann, ich brauche den Wirbelsturm! Genau. Weil vor allem gegen diese Massengegner ist diese Erzkeule extrem heftig. Weil du halt vielen Gegnern konstant Damage machen kannst. Dann kannst du dir auch noch nach oben schmeißen. Auch wenn der Gegner den jetzt gerade hat. Ah, oh, dieser Bumerang. Boah. Jetzt geht gar nichts mehr. Kombo-Bewohner. Hat er bei seinem allerersten Kampf direkt gefailt, aber jetzt rasten wir hier aus und besiegen Wario mal 4. Ihr seht schon, wir können auch unsere Kämpferleiste richtig schön nochmal verstärken, also es läuft auch richtig gut. Unsere Kämpferstärke richtig schön zu vergrößern. Dodongo, auch einer meiner Lieblingscharakter. Spiel, das ist jetzt nicht so gut. Nein. Nein, ich möchte hier vom Level her Power. Genau, den hat man nämlich in der letzten Folge bekommen. Der hat auch nichts Positives. Den müssen wir halt tatsächlich grün nehmen, ne? Ja, grün ist sehr effektiv. Machen wir das mal in der Kombination. Wenn wir den Kampf gewinnen sollten, sollten wir eigentlich auch wieder zu Beginn der Map sein. Also, oh, ach shit, jetzt habe ich Bewohner verwendet. Geh mal kurz rein. Nein! Oh, ich will keine Revanche! Ich will einfach den Charakter wechseln. Ah. Ja, wenn man nämlich auf Start und dann auf Beenden drückte, dann kann man den Kampf nämlich tatsächlich wiederholen. So, jetzt aber Gruppe ändern. Und der nächste Charakter ist Captain Falcon sein, ne? Genau, wir hatten danach Captain Falcon befreit. Dann Lucario, dann Link und dann Ryuji. Schauen wir mal, ob wir in dieser Folge sogar noch mit Ryuji kämpfen. Auch wenn das nicht so leicht wird, aber schauen wir einfach mal. Haben wir ja in der letzten Folge befreit. In der Street Fighter Map. Und jetzt zieht mich König DDD ab. Ist das dein Ernst? Willst du mich verarschen? Das hat schon mal König DDD mit mir abgezogen, wo ich versucht habe, ihn frei zu spielen. Beim ersten Mal. Da hatte er ziemlich lange Zeit 0% und ich hatte 120%. Das war ein richtig lächerlicher Kampf. Da hatte ich 120%, der 0%. Ich habe ihn dann tatsächlich noch auf 60 hochgekloppt, aber mit 120% hat mich dann trotzdem König DDD dann noch abgezockt. Das war auch so ein ultimativ lächerlicher Fight. Aus der Theorie könnte man jetzt nämlich hier wieder zurück und den nächsten Fighter befreien. Das müsste Marv sein.
aber vorher kämpfe ich hier mit gegen den aus der Xenoblade Chronicles Saga. Und der kämpft man. Oh, der hat sogar eine schlechtere Stärke als Xerneas. Das ist auch interessant. Aber wir haben doch in der letzten Folge hier einen 4-Sterner gefunden. Finde ich jetzt gerade nicht. Oder gehört der zu der anderen Party? Finde ich jetzt gerade nicht. Da ist er. Boah, was für eine Power der hat. Versuchen wir mal mit ihm. Ja, das ist zwar neutral, aber okay. Warte, ich muss den noch kurz stärken. Geister stärken. Wir könnten auch rein theoretisch mal entlassen, aber egal. Machen wir mal auf 80. Xerneas? Nee. Aber es ist mein stärkster Grüner jetzt, so. Hat mir nämlich immer so gefehlt. Ein starker Grüner. Ja, wir haben auch Grün. Versuchen wir mal. Grün gegen Grün. Aber teilweise haben die Gegner auch teilweise fünfstellige Anzahlen. Nimm den Bumerang. Das ist sogar ein Ausdauerfight. Nein. Deswegen stört der Bumerang ein bisschen. Dann in der letzten Folge einen richtig schweren Fight gegen Ryuji. Ah, der Bumerang. Es lief dann so gut, denn jetzt hat er konstant den Bumerang und zieht mich mit dem Bumerang ab. Aber trotzdem ihn besiegt in diesem Punch vs. Punch Duell. Ich finde auch in diesem Orangen sieht er ein bisschen aus wie so ein Goku, oder? Klar, von der Haarfarbe und so von der Statur auch ein bisschen anders wie Goku. Aber dieses Orange erinnert mich doch schon immer sehr stark an Goku. Weiter geht's gegen Igamaru. Da haben wir jetzt sogar eine Stärke. Den Bumerang würde ich jetzt aber gerne nicht nochmal haben. Den Lipstick auch nicht. Notfallangriff ist noch in Ordnung. Igamaru, ein Pokémon aus der 5. Generation oder was? 6? Ich glaube 5. müsste es sein. Igamaru kommt natürlich ja noch als Supporter. Hier gibt es natürlich in einen Pokébällen. Deswegen wurde er auch hier ausgewählt. Das ist hier alles gerade noch, was ich hier übrigens momentan aufnehme, alles noch meine Voraufnahme für Weihnachten. Ich weiß, wenn ihr das Video seht, ist Weihnachten vor kurzem vorbei. Aber ich muss halt ein bisschen vorausnehmen. Na, diese Bisa-Knoss, Alter. Bin ich kaputt schon? Was? Ich wollte meinen Falcon Punch einsetzen und er kommt da durch. So, weg aber. Und Falcon Punch, was? Punch! Und tschüss. Ah ja, in Smash 4 und in Smash 3 habe ich den immer gespielt. So, Falcon, immer schön Falcon Punch. Und mittlerweile merkt man, ja, das ist zwar eine richtig epische Attack, aber so auf großer Hinsicht bringt das nicht so viel. Ah, ups. Zeitlimit. Oh ja, ich erinnere mich an den Fight, der ist echt schwer. Weil das Zeitlimit richtig asozial war. Da darf sich jetzt Lucario versuchen, obwohl der natürlich eigentlich für den Kampf überhaupt mal nicht passt, weil wir müssen den Kampf auf Zeit machen. Und Lucarios Stärke richtet sich ja danach, wie viel KP er, beziehungsweise wie viel Prozent er hat. Ja, das Talent ist echt assi, da muss man wahrscheinlich wechseln. Das wird echt schwer. Jawohl. Bam, ja. Oh, das war richtig schön. Ich hatte, das war auch ein bisschen Glück dabei, weil ich richtig schön seine Dinge, sag doch, sein Schild gebrochen hatte. Und in dem Moment, wo sein Schild gebrochen war, konnte ich halt meine Spezialattacke aufladen und ihn richtig schön wegfetzen. Hier haben wir eine Truhe mit ein bisschen mehr GP. Weiter geht's gegen Darin. Die fehlt mir zum Beispiel auch noch. Da ärgere ich mich auch zum Beispiel, dass ich die noch nicht habe.
Ich hatte doch jetzt einen starken Grünen. Wo ist denn der? Ah, die Musik in dem Spiel ist sowieso episch, ne? Oh, Feuerschutz. Braucht man. Das heißt, der Boden ist Lava. Ist ja so ein kleiner YouTube-Meme. Aber da reden finde ich extrem sexy. Ja, natürlich logischerweise die weibliche Version. Ja. Und dann bei Corin war das so. Aber ich glaube, sie ist doch so ein Spezialcharakter. Ja, ich wollte schon sagen, könnte man bitte. Ah, die Musik, die hier im Hintergrund spielt, ist natürlich richtig episch. Aber ich hoffe mir, dass YouTube da nicht ärgern wird. Boah, wie sie ihre Attacke noch aufladen konnte. Sie macht das aber leider ziemlich stark. Muss ich leider zugeben. Auch wie sie die Items benutzt. Und wie sie mich da wegdonscht. Mann! Der blöde Lavaboden! Komm jetzt hoch! Was? Wieso kann ich mich nicht mehr retten? Das war jetzt Betrug aber auch. Ich brauche jetzt hier eine bessere Feuerresistenz. Da, Feuerschutz. Genau das brauche ich doch. Dieser Lavaboden nervt halt gerade. Alter! Kannst du mal damit aufhören? Ja, guck dir das an! Wie sie mich richtig zu Tode trollt. Ah, jetzt komme ich da. Das nervt mich auch manchmal, dass du teilweise nicht runterkommst auf den Boden. Obwohl du die Taste dafür drückst. Ist das ein Mira? Ja, das ist ein Mira. Wollte eigentlich ihr das richtig schön ins Face donnern. Und den Kampf, den sie abliefert, ist auch leider ziemlich stark. Ah, es ist halt nur ein Rettungsmove, ne? Bei ihm. Ja, kein wirklicher Angriffsmove. Als ob jetzt die Onira weg ist. Lol, ist ja geil. Sie verletzt sich einfach nur. Kamehame! Ha! Kamehameha! Das habe ich immer so bei ihm gesehen, dass das eine Art Kamehameha ist bei Lucario. Auch wenn es eigentlich total keinen Sinn macht, aber es sieht halt aus wie eine Kamehameha, ne? Auch wenn es ein bisschen seltsam aussieht, aber trotzdem, ich finde, es sieht immer aus wie eine Kamehameha. Auch wenn es, glaube ich, Aurasphäre ist. Oh, hier kriegen wir Donkey Kong, das weiß ich ganz genau, oder? Oder bekommt man da jemand anderes? Ich bin jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, man bekommt hier tatsächlich die Chance, DK freizuschalten. Und Donkey Kong ist schon ziemlich episch. Okay, die Map ist... Na, ich wollte schon sagen, schön, dass die Map auch stehen bleibt. Weil eigentlich nervt diese Map. Rabbit Mario, Donkey Kong. Ah, da war ein Item drin. Lol, ich hab ihn auf der Seite geschleudert. Ah, das ist hier eine New Super Mario Bros. U Map. Let's playen wir ja momentan. Also wer noch ein bisschen mehr von Nintendo auf meinem Channel sehen möchte, der sollte das Let's Play zu New Super Mario Bros. U angucken. Da gibt es nämlich noch mehr Nintendo-Stuff. Warum insgesamt? Das ist Pac-Man. Pac-Man. Nein, ich brauche einen anderen Charakter. Oh, Gruppe, Kämpfer. Hätte ich zwar auch im Menü da ändern können, aber ich mache das dann doch lieber hier und dieses Mal mit einem anderen Link.
Wollen wir mit dem. Ich will mit dem Darkling kämpfen. Ja, da hat auch was für sich. Ah, okay. Offensive brauche ich. Den hier und ja, Sternzepter nicht. Lipstick auch nicht. Grüne Box ist wirklich klasse. Grüne Box mag ich. Also grüne Box ja, ist einer meiner Lieblingsitems. Vor allen Dingen zu Beginn des Kampfes. Auch in der Kombination mit Riesig. Im ersten Moment dachte ich, es war ein Zeitbattle, aber stimmt, das ist ja ein Freistyle-Charakter. Ah, Pac-Man ist auch nicht so ein Charakter, mit dem ich so gut umgehen kann. Oh, richtig geil! Ich wollte eigentlich gerade sagen, ja, mit der Bombe bin ich momentan sehr unzufrieden. Aber dann kloppe ich ihn tatsächlich mit der Bombe weg. Das ist witzig. Ich wollte gerade eben noch sagen, ja, ich finde die Bombe so als Item, als Spezial-Item nicht so cool. Früher war das ziemlich episch, hast die Bombe direkt auf ihn geschmissen und ist direkt explodiert. Jetzt ist es ja so eine zeitbasierende Bombe. Und dann klappt das tatsächlich gerade und ich schmeiße ihn mit der Bombe richtig schön in die Hölle. Das war auch gerade sehr, sehr episch, wie ich finde. Hatte man natürlich auch ein bisschen das Glück. Hier befindet sich ein Bossfight. Den werden wir dann auch später noch machen. Aber erstmal würde ich gerne die andere Ebene da weitermachen. Wo die ganzen Pilze sind. Ist eine, glaube ich, eine Pigment-Area. Müsste das sein. Kann ich mich bewegen? Danke. Genau, Meister Bech, wie der auch immer heißt. Ah, Klebeboden. Klebeboden ist auch immer so ein bisschen tricky. Genau, Schutz vor Klebeboden, das sollte es eigentlich sein. Gegen Wario. Earthbound nie gespielt. Eigentlich jetzt auch nie so ein Spiel, was ich bevorzugen würde zu spielen, auch wenn ich ein großer RPG-Fan bin. Ja, aber das interessiert mich dann auch wieder nicht. Einfach auch, weil ich den Artstyle nicht so mag, also von dem Kampfsystem her. Du kämpfst ja in der First-Person-Perspektive, kannst du ja im Grunde genommen sagen. Und das mag ich eigentlich nicht, wenn du mit in RPGs so aus der First-Person-Person, aus der First-Person kämpfst. Ich mag das immer viel lieber in RPGs, wenn du tatsächlich deine Charaktere auch wirklich siehst und nicht irgendwie nur ein Bildchen. Da gibt es ja viele RPGs, die sich diesem Stil bedienen. Und diesen Stil kann ich halt nicht leiden, also wirklich überhaupt gar nicht. Also diese First-Person-Kampfperspektive im RPG mag ich gar nicht. So, dann kämpfen wir tatsächlich mal mit Ryu. Gleich mal im Son Goku-Outfit. Ganz ehrlich, das sieht aus wie Goku, oder? Was sagt ihr? Ah, grün brauche ich. Das heißt, den hier. Und das sollte passen. Ah, jetzt habe ich aber aus Versehen den Lipstick ausgewählt. Aber Shaggy! Das sollte man besiegen. Ah, Zeitlimit. Jetzt verstehe ich auch, warum ich den Lipstick bekommen habe. Ah, der Shaggy. Der hört nicht auf. Aber den Kampf sollte man, denke ich mal, schaffen. Besonders, weil wir ihn halt schon getroffen haben. Mit der Blume und ja, damit ist er besiegt. Als ob! Ich wollte so ganz chillig da stehen bleiben. Und dann, in dem Moment, bevor er gestorben ist fast, ist diese Blume durch den Regen einfach abgewischt worden. So was Unfassbares einfach nur. Hier, wir hätten ihn locker besiegen können und dann durch diesen Regen. Es ist halt kaputt gegangen. Unbelievable. 10 Lernjuwelen, stimmt, die können wir auch mal einsetzen hier in dem Wissensbaum. Haben wir ja schon einiges hier gefunden. Deswegen kann ich die auch mal hier einsetzen. Nutze ich zwar relativ selten, also man kann hier so deine Stats verbessern. Ihr seht ja, was man da verbessern kann. 100 Lernjuwelen braucht man da. Das ist heftig. Du hast nicht genügend. Du hast nicht genügend. Hier hätten wir noch genügend.
Ja, diese Buffs sind, finde ich, auch nicht so cool. So, hier können wir jetzt nochmal einen Charakter freischalten. Und zwar Olima. Oh, ich sehe gerade, mit dem haben wir sogar einen Power von 11.000. Das ist ja jetzt. Boah, heftig. Ja, ist auch grün, deswegen brauche ich blau. Nein, ich brauche rot. Alles klar, rot. Nein. Ich brauche rot. Hier rot. Komm mal, Armangriff. Ja, Armangriff ist bei ihm richtig gut. Also, diese Wiki-Figur, die ist richtig heftig. Die findet man später noch im Spiel. Die ist richtig geil. Ich kämpfe gerade zum ersten Mal mit Ryuji. Ah, so mache ich mein Hadouken. Das ist wichtig. Hadouken! Hadouken! Also mit dieser... auch übelst lange Füße, ne? Das merkt man, das sieht man eigentlich meistens so nicht. Ah, hier so in dem Spiel. Man ist doch ziemlich heftig. Boah, hast du gesehen, wie ich seinen Helm zerstört habe? Boah, ey, der Smash war auch richtig schön. Oh, richtig schön weggedonnert. Sah auch richtig episch aus. Goku Ryuji hat es geschafft. Nice one. Ich könnte mir vielleicht auch gar nicht vorstellen, dass Son Goku hier als Kämpfer kommt durch Jump Force. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass Goku irgendwann als spielbarer Charakter in dieses Spiel hineinkommt. Pac-Man ist jetzt dran. Genau, Pac-Man. Pac-Man in Schwarz. Auch so ein Charakter, mit dem ich eigentlich sonst nie spiele. Pac-Man. Aber gegen Bettina will ich dich nicht kämpfen. Oder diese komische Frau, die ist ein bisschen haarig. Ich nehme mal gegen die hier aus der Kirby-Reihe. Ja, mach mal Laserschwert, weil ich finde halt die Attacken von Pac-Man nicht so cool. Hab zwar ein bisschen selten mit ihm gekämpft. Auch das ist ja so ein Grund, warum ich das ja hier, dieses Let's Play, so ein bisschen mache. Auch um ein bisschen mal mit anderen Charakteren zu spielen. Ja, ich glaube, ist das nicht im Kampf hier sogar so gewesen, dass diese Sterne, ja, relativ häufig spawnen. So cool einfach. Ich finde diesen Kampf generell ziemlich episch, einfach weil wir die ganze Zeit diese Sterne spawnen und du kannst eigentlich konstant nur auf diese Sterne konzentrieren und die Gegner halt damit wegflexen. Halt ziemlich episch. Den Level 3er traue ich mir jetzt dann doch nicht zu. Machen wir noch einen einfachen Fight hier, die Minsitz. Die sollten wir eigentlich noch schnell wegdodgen können. Aber kein Lipstick. Bonus. Scheint nicht schlecht zu sein. So, das ist der letzte Kampf erstmal. Könnte sogar der letzte Kampf für dieses Jahr sein, ne? Nächstes Jahr geht es dann logischerweise weiter. Ah, schade. Ich esse euch hier alle weg. Kann nicht so gut wegsmashen, habe ich das Gefühl. Die halten auch viel aus. Ah, der war richtig schön, der Smash. Der auch und der auch. Der auch. Immer schön hinterher fressen. Oh, der hat eine 8 gekriegt. Das ist gefährlich. Game Mr. Game & Watch. Sehr gefährlicher Charakter. Alter, es sind noch 7 übrig. Ah, deswegen ist es auch wichtig, dass ich das jetzt bekomme. Nein. Bloß nicht da rein hüpfen. Es sind immer noch 5 übrig. 4. Hüpfen 4. Solange es... Ah, okay, der hatte nur eine 1. Also diese komischen Hämmer, die er da einsetzt, die können echt bösartig sein. Ah, ich habe sogar seine Ulti. Ah, ich kann ihn sogar so ein bisschen steuern. Cool. Ah,
ein langer Fight, aber wir haben es geschafft. Oh, hast du gesehen, wie ich richtig schön gegen die Wand gebamst habe? Nice. Das war richtig cool nochmal zum Schluss. Aber ich würde sagen, das war es erstmal für diese Folge von Super Smash Bros. Ultimate. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich schon zum Kraftwerk da unten kommen. Und schon hier die ganzen Kämpfe machen. Ich hoffe, ihr seid dann bei der nächsten Folge dabei. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr wieder mit einer neuen Folge von Super Smash Bros. Ultimate. Und ich sage bis dahin und ciao. Und ich wünsche euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018.